Blauer Himmel, grüne Pflanzen, kühles Wasser. Der Erholungspark Elfrather See liegt zwischen der Seidenstadt Krefeld und Moers. Genauer gesagt in der Stadt Krefeld im Stadtteil Uerdingen. Im Volksmund wird der Elfrather See häufig einfach Eesee genannt. Hier sind ausgedehnte Spaziergänge direkt am Wasser rund um den See möglich. Wer den See auf den breiten Wegen komplett umrunden möchte, der hat eine Strecke von 6,5 Kilometer zu bewältigen. Im Erholungspark des Sees sind auch Jogger, Radfahrer, Segler und Ruderer regelmäßig anzutreffen. Ein extra angelegter Badesee mit einem Strand lädt zum Schwimmen ein. Rund um den Badesee gibt es eine große Liegewiese mit einem Kiosk und sanitären Anlagen mit Duschen und Toiletten. Der Eintritt zum Badesee ist frei. Weitere Attraktionen sind Cafés, Biergärten, ein Minigolfplatz, ein Bolzplatz, Grillplätze, Schutzhütten und ein Spielplatz. Auch Gänse, Enten und Wasservögel fühlen sich hier sehr wohl, was sich in dem ein oder anderen Jahr durch den Vogelkot auch auf die Wasserqualität ausgewirkt hat. Außerdem gibt es eine Freilaufwiese für Hunde. Kostenlose Parkplätze sind rund um den Erholungspark Elfrather See vorhanden. Entstanden ist der See übrigens aus einer aufgelassenen Kiesgrube, die sich mit Grundwasser gefüllt hat. Der Kies wurde bis in die 1970er Jahre für den Bau der Autobahn A57 genutzt. Erst zu Beginn der 2000er Jahre wurde der See endgültig fertiggestellt. Diese Aufnahmen sind im Herbst 2018 entstanden.